es ist mal wieder soweit. Die Scooterhände bewegen sich auf völlig neuem Terrain. Erst vor kurzem haben wir euch das Unboxing zum Iohawk Pedelec E1 vorgestellt. Und schon heute gehen wir mit dem Mountainbike direkt ins Gelände. Ist der E1 wirklich seine 1200 Euro wert? Oder hat er gestern noch 999 gekostet? Und kostet morgen schon 1300? Ich weiß es nicht. Lasst uns also direkt in die Ausstattung gehen und lasst uns schauen, was der E1 für 1200 Euro aktuell so mitbringt. Dann schauen wir doch mal gemeinsam in die Ausstattung des E1. Insgesamt wiegt der E1 23 Kilo, ist komplett aus Aluminium gefertigt, hat 26 Zoll Leichtmetallfelgen mit Kenda Mountainbike-Bereifung und Tektro Scheibenbremsen vorn und Tektro Scheibenbremsen hinten. Sehr schön integriert ist der 250 Watt IMAO Radnabenmotor, der auch wenig auffällt. Wir haben eine 7-Gang-Schaltung von Shimano. Das sind eher günstigere Komponenten, die man hier gewählt hat, die aber ein gutes Mittelmaß darstellen, wenn man sich mal das Preis-Leistungs-Verhältnis anguckt. Ne? Wir haben eine XCM Suntour Federgabel vorne und leider Gottes haben wir vorne und hinten Schutzbleche, die überhaupt keinen Sinn und Zweck erfüllen, die vibrieren, die sind laut, die sehen scheiße aus, was will man damit, also das hat auch überhaupt keinen Nutzen. LED vorne und hinten, das ist okay und ein Sattel, der viel zu hart ist, also wer noch Kinder haben möchte, sollte keine langen Touren mit dem Bike machen oder direkt sich einen anderen Sattel holen. Ja? Der Akku ist sehr schön integriert in dem Rahmen, ihr könnt direkt am Akku oder oben auf dem Display den Akkustand ablesen, mit dem dazugehörigen Schlüssel könnt ihr den Akku direkt entnehmen. Wir haben hier 36 Volt und 14 Amperestunden Panasonic Akku. Ladezeit 7 bis 8 Stunden, Reichweite 80 bis 140 Kilometer und ihr könnt das Ganze sogar als Powerbank benutzen, wenn ihr also noch Platz in eurer Jackentasche habt. Ja, dann schließt euer Handy an, das könnt ihr dann nochmal 3 Tage mit dem Akku befeuern. Also das ist schon eine sehr, sehr schöne Lösung, die Iohawk hier gefunden hat. Der Lenker ist sehr gewöhnungsbedürftig, verfügt aber über die wichtigsten Funktionen. Was mir nicht so gut gefällt, sind die Griffe. Die sind so vernäht und wirken so ein bisschen wie so ein Baseball. Links schaltet ihr, wie gesagt, den E1 ein. Dann habt ihr in der Mitte ein 3 Zoll großes Display. Da habt ihr die wichtigsten Informationen über Fahrstufen, Akkustand, wie weit seid ihr schon gefahren und die Geschwindigkeit. Wozu man jetzt 9 Stufen braucht, ja, das ergibt sich für mich noch nicht. Rechts habt ihr jetzt nochmal einen Gashebel. Das ist die Anfahr- und Schiebehilfe bis 6 km/h. Also hier unterstützt euch der Motor aus dem Stand heraus nochmal, um schneller in Fahrt zu kommen. Oder ihr nutzt diesen Modus halt eben, wenn ihr das E-Bike schieben müsst, könnt dann aber auch linke Seite die Minustaste längere Zeit gedrückt halten und werdet auch dann durch den Motor unterstützt. Ich würde vorschlagen, das waren jetzt erstmal wichtige Details zum E1. Wie macht sich der E1 im Gelände? Das checken wir jetzt für euch, also lasst uns nicht lang schnacken. Die GoPro wird sich jetzt geschnappt und dann gehen wir raus ins Gelände und fahren den E1 mal und schauen mal, wie er sich macht. Was können wir jetzt eigentlich zum Abschluss sagen zum E-Bike Pedelec E1 von Iohawk? Iohawk ist ja eigentlich den meisten bekannt aus der Hoverboard-Szene. Da produzieren die, da sind die groß und da haben die sich auch einen Namen gemacht. Was haben die mit E-Bikes eigentlich zu tun? Ja, ganz klar, man hat die Ressourcen und die Möglichkeiten in Asien und hat sich gedacht, ey, wir führen mal ein E-Bike nach Deutschland ein, was bezahlbar ist. Dann guckt man sich den Wettbewerb an mit Hercules, Giant, Stromer und wie sie alle heißen, könnt ihr auch mal ganz schnell 3.000, 4.000 oder 5.000 Euro für ein E-Bike ausgeben. Die Komposition aus den Materialien, die man hier gewählt hat, man hat einen sehr, sehr guten
guten Alurahmen gewählt. Man hat eine Kennerbereifung, wir haben Tektro-Bremsen, was ein gutes Mittelmaß darstellt. Wir haben Shimano mit drin, auch das sicherlich nur die Einstiegsklasse. Aber in Kombination mit diesem 36 Volt 250 Watt Motor und dem fetten Akku 14 Amperestunden von Panasonic könnt ihr hier nicht viel falsch machen. Wo will man da noch meckern? Wenn ihr Glück habt und noch eine Aktion von iOHOC mitnehmt, bezahlt ihr vielleicht sogar unter 1000 Euro für das Bike. Aktuell liegt es bei 1200. Schaut also einfach mal auf die Seite von iOHOC. Wir werden das Ganze nochmal unten in der Artikelbeschreibung für euch verlinken. Uns hat es auf jeden Fall gefallen. Ich persönlich würde sagen, das ist eine richtig gute Wahl, wenn einer jetzt sagt, er hat nicht die Kohle, aber möchte ein vernünftiges E-Bike haben, dann bestellt euch den E1 oder den E2. Da könnt ihr nicht viel falsch machen. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da und euer Abo. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich packe euch, wie gesagt, nochmal unten den Link rein für den E1 und E2 und dann könnt ihr das Teil direkt beim Hersteller bestellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Scooterhelden Berlin.